willkommen. Es ist wieder Montag, Zeit für die Torgranate. Ja, Fiete, das ist einfach geil. Äußere mich da jetzt mal lieber nicht. Setzen Euro auf Ehrenberg gegen Quadronen, ich hätte es definitiv nicht gemacht. Christina, Tocker Montag, herzlich willkommen wieder mal. Ja, bevor wir anfangen, es gibt Sachen, die treiben immer skurrilere Früchte. Jetzt kriegen wir schon WhatsApps morgens um 5 Uhr von Hessenliga-Verantwortlichen, die uns dann auf Fehler aufmerksam machen von einer Berichterstattung von vor 14 Tagen, die gar nicht auf unser Mist gewachsen sind. Johannes, du hast schöne Mail gekriegt, morgens um 5 Uhr, wir haben uns köstlich amüsiert, ja, mit allem drum und dran. Gut, dass ich Handy lautlos hatte, dann konnte ich wenigstens bis 6 schlafen. Ja, war ja. sehr schön, das zu lesen, sehr amüsant und sehr peinlich für einen Funktionär aus der Hessenliga, aber egal, da haben wir uns mal drüber gefreut. Dieser Verein war spielfrei am Wochenende, die anderen haben sehr erfolgreich gespielt. Du warst in Lenartz, ja. Lenartz 2-0, wieder 2-0 gewonnen zu Hause. Wie sind deine Erkenntnisse aus dem Spiel? Also Erkenntnis Nummer 1, dass Waldgirmes wirklich ein sehr, sehr starker Aufsteiger ist. Und Marco Lothar hat gesagt, dass die in die Top 5 gehören. Ich würde es ähnlich sehen. Also ich habe selten so einen guten Aufsteiger gesehen in der Hessenliga. Ja, haben die Tore nicht gemacht. Aykut Bayar überragend gehalten, muss man wirklich so sagen. Und Lenartz hat das eine Tor gemacht und in der Nachspielzeit dann ausgekontert. Also ja, fast schon im Stil einer Spitzenmannschaft, dass du so ein Spiel auch gewinnst, ja. Sind sie ja auch. Sind sie auch. Ich habe ja auch eine Mannschaft, gibt's gar nichts. Nächste Woche in Baunatal. Schönes Spitzenspiel. Super Spiel. Reifen gegen Frode ist auch sehr schön. So stellen wir uns das vor, dass da Mannschaften da oben mitspielen bei uns. Flieden, du warst mit den Eder Bergland in Wattenberg. Spielen auch mit, ja. Es war so ein bisschen so ein Zwitter, aber im Nachhinein, sag ich mal, Punkten Eder Bergland ist doch gar nicht so. Ja, war man sich dann auch einig. Also das Spiel war nicht toll von Flieden. Der Mike hat halt gesagt, den Anspruch, den müssen wir jetzt haben, dass wir immer so Spiele wie gegen Borussia und Lenartz abliefern. Das war am Samstag gerade in der ersten Hälfte nicht der Fall. Bissigkeit gefehlt und nach dem Einzel irgendwie ausgeruht. Da dachte man auch, das läuft so weiter. Vierte Minute, schon wieder in Führung. Das ist ein Selbstläufer. Und nee, also Eder Bergland auch ohne Nolde sehr gut gespielt. Also Felix Nolde ist ja der Spielmaße. Find er dann wiederkommen. Haben dann aber trotzdem noch 2-2 gemacht. Und das zeigt im Moment, dass Flieden einfach auch in schlechten Spielen noch was mitnimmt. Und ja, klar, man muss sich steigern. Man hat jetzt spielfrei nächste Woche. Und letztendlich sind 10 Punkte aus 5 Spielen trotzdem absolut überragend. Absolut spitzenmäßig. Auch Borussia hat gewonnen, ne, auf dem neuen Rasen. Ne, bringt Glück anscheinend, sehr gut. Und ja, da geht es vielleicht auch aufwärts, wollen wir hoffen. Ne? Also da wird uns ja immer so ein bisschen nachgesagt. Also gerade ich, nein, stimmt nicht. Ich würde mich freuen, wenn neben Lenartz auch Borussia da oben mitspielt. Also das wäre für alle hier einfach eine geile Sache. Oben mitspielen war mal am Anfang so beim RSV Petersberg. Ich sag mal, bis Sonntag war alles in Ordnung, aber nach dem 1-3 in Mengsberg, ja, kann man von einem Fehlstart sprechen? Muss ich wieder dich ansprechen, Christian, also Petersberg-Experte. Jetzt ist ein richtiger Scheißstart. Ja, ich habe den Christian Beikirch angerufen, Rolf habe ich nicht erreicht, aber der Christian ist auch mal wieder für gute Aussagen gut. Der nimmt da kein Blatt vom Mund und ist auch manchmal sehr selbstkritisch. Gestern war er es mal, hat selber das Ding eingeleitet mit einer Aktion am Freistoß, wo er sich verschätzt hat, laut eigener Aussage. Und ja, der Start ist jetzt ist man fast da, wo man letztes Jahr auch war. Und die Gegner werden nicht leichter in den nächsten Wochen. Da steht auch Sand und Weidenhausen jetzt erstmal nächste Woche, genau. Ja, klar, es haben ein paar Zatka gefehlt. Asche muss man jetzt sehen, da ist immer nicht raus, was der hat. Da ist Verdacht auf Kreuzbandzerrung, das hat er wohl schon mal gehabt. Ja, und die Jungen müssen sich halt noch reinfinden in die ganze Geschichte. Also Zehner ist gut, also super Ansätze, aber die letzte Konsequenz fehlt da noch. Und ja, es wird schwer. Also der Start war gut, aber jetzt die letzten 4 Spiele. Gut, Johannesberg war bitter, muss man auch dazu sagen. Der 90. das Ding vergeigt. Wobei ich jetzt nicht glaube, dass das in Mengsberg eine Rolle gespielt hat. Das war ja ein völlig anderes Spiel. Und Dorfschäfer. Wenn ich das so aufgreife, Zehner ist gut, ne, würde ich sagen, guter Zehner wäre besser bei Petersberg aktuell. Das kann man ja immer so als gut, der Zehner ist ja mal der Nüchter und das wechselt sich ab. Genau, Kubi fehlt. Ja, die Gemengelage ist schwierig in Petersberg im Moment, ganz klar. Gruppenliga. Johannes,
bevor wir in die Gruppenliga gehen, müssen wir bei dir nochmal was auf Hünfeld machen. Also 6-1, Entschuldigung, das hätte ich jetzt fast übersprungen. Ganz ähnlich wie, wie Flieden, manchmal tut an. Also ich kann sagen, der Johannes kam heute Morgen, also das heißt montags noch grinsend. Ne? Freitag war das Spiel, der hat heute noch gegrinst. Ne? Also 6-1 gegen Barcelona, das war schon eine Hausnummer. Ja, absolut. Natürlich waren die ersten 20 Minuten offenes Spiel, wie es früher Baden war, und danach kam Hünfeld auch begünstigt durch den Platzverweis in den frühen voll ins Laufen. Ich habe mich gefragt, warum man da nicht gleich umstellt, gleich ein bisschen defensiver wieder einen Innenverteidiger einwechselt, und so war halt Polen offen gerade in der zentralen Schaltstelle, und da war es für Hünfeld auch relativ einfach. Und ich sage ganz ehrlich, wenn es nicht zur Halbzeit gepfiffen wird, dann gibt es 10-12 Stück. Also wirklich, die Hünfelder haben dann groß aufgespielt. Du siehst nach vorne Riesenpotenzial. Hinten in der Abwehr muss ich immer noch irgendwo was stabilisieren, aber macht Spaß und ja. Der Meister war spielfrei aus Johannesburg, da hatte ich es noch nicht gespielt. Ja, ja. Dann kommen wir zur Gruppenliga, dann gehen wir mal zum FSV Thalau. Absolut bemerkenswert. Also die haben die Relegation gespielt, haben die Relegation verloren. Jetzt 6 Siege aus 6 Spielen und ein Gegentor. Trotzdem habe ich immer... Das war, glaube ich, ein Elfmeter, kann das sein? In Künzelt? Ich glaube, ich war sogar ein Elfmeter. Ja, war ein Elfmeter, genau. Ja. Ja. Und, das ist schon der Hammer, ne? Ja, wobei ich... Ja. Achso, red du erst. Ja, ja, ich habe gestern fast ein Lob bei Jörg Meinhardt rausgelesen. Das wollte ich gerade sagen. Ja, aber nur die erste Halbzeit. Aber nur die erste Halbzeit. Ja, ja, er hat differenziert. Aber ja, es muss auch wirklich nach dem 3-0 wieder der übliche Schlendrian gekommen sein. Ja, aber nochmal. Bei so einem Spiel... Das bemängelt er zurecht. Ja, aber bemängelt er zurecht, weil sie keine Ausnahme ist. Ja, sie können es auch erlauben. Genau so ist es. Und man muss ja auch mal wirklich sagen, ohne Florian Storch, nach einer verlorenen Relegation... Wir kennen die Beispiele aus den Vorjahren ohne Ende, ob Hünfeld, Schwalmstadt, Verbandsliga. Mhm. Da sind die Relegaten sind immer vollkommen abgekackt, ne? Und Thalau zieht das eisenhart durch und das gebührt schon Respekt. Ja, 6 Spiele, eine gute Halbzeit und 18 Punkte. wenn sie erstmal gut spielen. Ja, also. Apropos eine gute Halbzeit. FT, es ist ja vielleicht nächstes Jahr der Gegner von Thalau. Bei euch läuft es auch richtig gut. Jetzt hat Dippertz noch in Schlitzerland gewonnen. Das ist der zweite, der grinsend hier reinkam. Ne? Also das ist. Du kannst ruhig lachen, du kannst dich ruhig freuen da drüben. Also. Generell freue ich mich natürlich über die Punkte in Burghauen. Burghauen war ja sowieso ein komischer Sonntag, generell für Burghauen. Thomas Reit vor dem Spiel zurückgetreten. Als Spieler von der Gegnermannschaft bekommt man das ja nicht unbedingt mit. Ne? Ich habe nur gedacht, Thomas Reit am Spielfeldrand gar nicht dabei gewesen, keine Kommandos. Das sieht ihm ja auch gar nicht ähnlich. Und dann habe ich nach dem Spiel mitgekriegt, dass er zurückgetreten ist. Ja. War irgendwie eine komische Situation am Sportplatz einfach gewesen. Kommen wir gleich noch ganz kurz mal zu FT. Seid ihr eine Meistermannschaft? Habt ihr eine Meistermannschaft zusammen? Das wird man am Ende der Saison sehen. Keine Frage. Ihr wollt. Also ihr werdet jetzt nicht hinstellen und werdet sagen, wir wollen zweiter. Ne? Ja, wenn wir Erster sind, dann werde ich jetzt nicht sagen, nein, wir wollen noch 3 Plätze zurück. Danke fürs Gespräch. Ja. Burghauen, Johannes. Ja, es ist auch eine ganz skurrile Situation. Ne? Das ist skurril, ja. Nach dem Abschied von Sven Bednarek war es, glaube ich, sowieso nicht einfach, überhaupt einen Nachfolger zu finden. Thomas Reit hat so ein bisschen, ja, wie er selbst sagt, so Schuldigkeiten eingelöst bei seinem Ex-Verein. Sagt jetzt aber unter diesem Vorstand nicht mehr, nach ein paar Wochen. Ja, das war ja ein ganz anderer Vorstand, unter dem er damals gearbeitet hat. Und danach, dazwischen kam ja noch ein anderer Vorstand. Und jetzt ist sozusagen, ja, mit dem Mario Hutschles und Winfried Gutballer, das sind ja so die in der sportlichen Leitung, die das Sagen haben. Da muss es schwerwiegende Differenzen gegeben haben. Sonst würde der Thomas sicherlich nicht so eine Aussage fällen. Ich glaube, Burghauen hat ein Riesenproblem aktuell. Das ist noch eine viel größere Krise als in der Nachbarschaft, als vielleicht in Steinbach. Da überhaupt. Das kannst du gar nicht vergleichen. Das ist ja Das kannst du nicht vergleichen. Aber wie willst du da einen Trainer finden? Wer will denn so eine Mannschaft jetzt übernehmen? Mit 6 Spiele, 0 Punkte. Wie man so hört, tendieren 1-2 Spieler wohl noch dazu aufzuhören, weil die es dem Thomas Reit zuliebe gemacht haben. Also, das ist eine völlig eingefahrene, verfahrene Situation. Und dass sie sportlich die Klasse für die Kreisoberliga kaum haben, das hat man ja in den ersten Spielen schon gesehen. Also, wie es der Winfried Gutballett gesagt hat, zu beneiden sind wir nicht aktuell. Und also das wird auch spannend bleiben. Vielleicht finden sie eine Lösung, dass es die Gavos machen, die beiden kriegen. Oder, aber es wird schwierig. Also, ich möchte nur ein Wort sagen zur Süd, zur KHL Süd. War ja am Sonntag in Rückers gegen Löschenroth 2-2. Und nächste skurrile Geschichte.
ein super normales Fußballspiel, ohne alles, also ohne, dass es jetzt in einer Form unfair gewesen wäre, dass es Nicklichkeiten gab. Es war ein stinknormales Fußballspiel. Und am Schluss gab es 10 gelbe Karten, 4 Platzverweise und den Ausgleich in der 98. Minute. Das war sowieso der absolute Gockel, weil über 6 Minuten Nachspielzeit anzeigt, haben die Rückkehrer draußen geschrieben, noch 10, noch 10. Es war echt ein bisschen witzig. Und wenn man jetzt mal hochrechnet, die gelb-roten Karten als dann waren es ja 13 gelbe in einem super fairen Spiel. Also nochmal, da war nicht viel dabei, wo ich gelb ziehen muss. Sehr interessant, 98:22 und ja. Ein Thema behandeln wir noch, dann kommen wir zum Ende. Und es würde mich mal interessieren, Christian, deine Meinung in der A-Liga Rhön. Poppenhausen, noch ohne Sieg, kackt ein bisschen ab im Vergleich zur Vorsaison. Das also, hat man eigentlich besser auf dem Schirm gehabt. Eigentlich schon, ja. Das auch Schmalnau. Schmalnau auch, ja. Gut, Schmalnau wohl ein paar Verletzte, was man jetzt so von Lars Hohmann gehört hat. Also da ist, ja, das hat sich in den letzten Jahren besser angelassen bei beiden Vereinen. Das ist definitiv so. Ich kann jetzt auch nur ein bisschen, ja, spekulieren. Mhm. Poppenhausen weiß ich jetzt eigentlich auch nicht, dass die Personaldecke sich so großartig verändert hat. Jetzt aber verlieren sie mal nicht am Schluss nach einer Führung. Jetzt haben sie eigentlich schon relativ früh die Tore gekriegt. Aber sie haben ja schon wahnsinnig, also oft geführt, das Potenzial ist da, aber die Konstanz muss einfach total fehlen. Und der Mario Krieger, naja, muss man sehen. In Engelheims war es auch nicht so leicht letztes Jahr. Es war wahrscheinlich eine ähnliche Situation. Mal gucken, wie er da jetzt rauskommt. Ja. Naja, werden wir sehen, wir werden es beobachten. Wünsche euch eine gute Woche noch.